Hallo liebe Wohnmobilfreunde, nach meiner Urlaubsfahrt in Kroatien, wo es sehr schön war, sind wir jetzt wieder zu Hause und haben doch auch wieder mal in unserem nun 4 Jahre alten Rapido Wohnmobil einige Fehler aufgedeckt und ich möchte mal gerade jetzt zum Thema Kühlschrank etwas sagen. Und zwar haben wir ein Dometic RML 9335 an Bord und sind doch etwas enttäuscht über die Mechanik, die dort verbaut ist. Es ist einfach sehr simpel gemacht und führt zu aufwendigen bzw. ärgerlichen Schäden. Gott sei Dank erst auf der Heimfahrt aufgetreten. Meine Frau hat etwas rüde oder vielleicht auch normal, der Griff geht einfach sehr schwer zu öffnen vom Kühlschrank. Den Kühlschrankgriff vermeintlich abgerissen, was im ersten Moment den Eindruck erweckt hatte, aber er war nicht abgerissen, sondern ein Konstruktionsfehler hat sich offenbart. Und ich möchte jetzt einfach mal hier kurz erklären, allen Besitzern dieses RML 9er Serie, es wird euch ereilen, dieses Problem, und früher oder später wird der Griff lose daneben hängen und der Kühlschrank ist zu. Ja, was tut man dann? Dann guckt man erstmal, ob man eine Flachzange irgendwo in der Nähe hat, griffbereit, und versucht am Griff vorbei den Riegel, den abgebrochenen Riegel im Inneren der Tür zu greifen, um dann die Tür überhaupt aufzubekommen. Das hört sich schon ein bisschen schockierend an, passiert aber tatsächlich, und nur dem, der eine Flachzange an Bord hat, die groß oder klein genug ist, den Riegel hinterm Griff zu greifen, wenn nicht, ja, dann war es das, entweder mit dem Urlaub oder man hat vielleicht Glück, dass man auf dem Campingplatz oder irgendwo jemand hat, der versiert genug ist, um sowas, zumindest den Kühlschrank erstmal zu öffnen, damit man an einen Inhalt herankommt. Das ist ja schon etwas ärgerlich, ja, wenn das Bierchen da im Kühlschrank ist oder die ganze Vorräte, und man hat ja gar nichts zu essen. Also, ich will euch das Problem kurz vorstellen. Das ist die Seite von Dometic. Die haben da so ein schönes Video gemacht, und das Problem ist dieser Griff. Den kann man rein- und rausziehen. Hier hinten sitzt der Riegel, der dann den Kühlschrank hier verriegelt. Das Problem ist, dass, wenn dieser Griff rausgezogen wird, im Inneren die Verbindung abbricht. Damit schlappert dieser komische Riegel hier, dieser Griff, dieser Autotürgriff, sage ich mal, hin und her, aber öffnet den Riegel nicht mehr. Was war passiert? Es war dieser Riegel, diese Nase hier, ich hoffe, ich kriege es jetzt scharf, diese Nase hier reißt einfach hier stumpf ab. Ja, was kann man machen? Erstmal das Teil austauschen, versuchen Ersatzteil zu bekommen, das gibt es auch. Ich habe das alles zerlegt, hier sind Rastnasen hier drin, dann kann man diesen ganzen Stift hier rausziehen und man stellt fest, da drin ist eine ziemlich stramme Feder verbaut, die den Riegel hier hineinzieht. Ja. Was kann man ändern? Ich habe diese Feder um 40% gekürzt. Damit habe ich 60% Restkraft der Feder hin, die durchaus ausreicht, um hier einen Gegenzug durch den Hebel zu erreichen. Das ist dieser Hebel hier, der ist zweiteilig und hat hier hinten eine Öffnung. In diesen Schlitz hier, muss mal etwas schärfer ziehen wieder, in diesem Schlitz hier geht der Riegel rein und er reißt hier gnadenlos ab. Das ist der Tod, den ein jeder erheilen wird, weil diese Feder, das ist nur, sind nur noch 40% der Feder, einfach viel zu stark ist. Das ist vorprogrammierter Defekt, der wird jeden ereilen, früher oder später. Ja, die eigentliche Herausforderung ist es, wenn man diesen Griff hier abbauen möchte, diese Blende abzubauen, und Dometic war da nicht gerade sehr hilfreich, die Links, die sie verschicken, werden vom Server als schadhaft erkannt und nicht weitergeleitet. Ich kann nur den Tipp geben, um diese Blende, das ist diese hier,
unbeschädigt rauszuklipsen. Sie ist eingeklipst in die Wand mit Rastnasen. Gibt es eigentlich nur einen Weg, nicht wie Dometic das sagt, mit der Hand raushebeln. Dann kriegt man so Weißbruchstellen hier. Ich habe es wieder ein bisschen kaschiert, also ich war schon dicht dran an der Beschädigung. Sondern man muss ganz einfach an der langen Seite, also an dieser Seite hier, an der langen Seite mit einem sehr flachen, aber doch robusten Kunststoff hintergreifen, dann kann man das mit einem Heftchen ruck, und das hört sich gar nicht schön an dann, den heraushebeln, und diese Rastnasen hier, die leiden dann natürlich. Das sind hier, so noch mal etwas schärfer. So, ich mach was das mal. Diese Rastnasen hier an der und der und der und der Stelle, die leiden. Ist nicht so schlimm, die müssen nichts halten. Ich vermute, wenn ich es wieder einbaue, dann wird das da ein bisschen lose sein. Kann man denn noch mal mit einem doppelseitigen Klebeband hinten hinterlegen, dann geht das wieder. Aber diese Blende ist eigentlich so das Schlüsselteil. Hat mir am meisten Probleme bereitet, und man muss einfach sehen, dass man von der Seite hier drunter kommt. Hier drunter mit einem sehr flachen, also ich würde sagen, ein Kunststoff Bratpfannenheber oder irgend sowas, das man so im Haushalt hat, aus Kunststoff, weich, aber möglichst die ganze Fläche hier einseitig. Hier, man muss hier an diesem Riegel vorbei, das ist ja trickreich gemacht. Und die und möglichst dann hinten angreift, an der Stelle hier, hier hinten angreift. Hier angreift, um den rauszuhebeln. Nicht? Also das knallt etwas, ja, darf man sich erschrecken, aber dann ist das ist dann schon fast die halbe Miete. Es gibt noch einen Trick, um diesen Hebel hier, den Hebel rauszuhebeln. Der hat hier Nasen, wie man hier sieht. Da drin wird er geführt, in diesen Nasen. Noch mal genauer, so diese hier. Und der Trick ist ganz einfach der, dass man im Kühlschrank ganz nach eine Seite, ganz nach oben drücken muss, diesen Hebel am besten vorsichtig mit Schraubenzieher unterstützt und dann mit einem Ruck aus der Führung rausreißt. Anders geht's nicht. Das war der Trick. So, das geht jetzt dann wieder bei mir ans Zusammenbauen. Von innen ist diese Hülse mit einem mit einer Fläche für einen Schraubenschlüssel, da geht man am besten mit einer Nuss rein, da kommt man gut rein. Und ich werde das jetzt wieder zusammenbauen, nachdem ich es geklebt habe. Ich habe dazu noch einen Spezialkleber genommen. Ich habe den wieder mit Sekundenkleber tatsächlich ankleben können. Habe unterstützenden Spezialkleber, der mit Pulver dann hier regelrecht polymerisiert. Zusammengeklebt und hoffe aufgrund dieser geringeren Federkraft, dass das hält. Das Ersatzteil habe ich natürlich auch bestellt, aber es ist gar nicht klar, wann der kommt. Es kostet etwa 41 Euro mit Versand. Ich werde es erstmal zusammenbauen und mal schauen, ob es funktioniert. Das war's. Viel Spaß beim Basteln.